In diesem Video möchten wir über das Thema Einschlafen sprechen. Ein gesunder Schlaf ist fundamental wichtig für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. In der heutigen Zeit leiden jedoch viele Menschen unter Schlafstörungen. Für dieses Video haben wir die besten Schlaftipps und Hausmittel zur Schlafförderung herausgesucht. Welche das sind, schauen wir uns jetzt an. Einer der wichtigsten Tipps ist es, auf eine möglichst einheitliche Bettzeit zu achten. Versuche deshalb, jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen und zur gleichen Zeit wieder aufzustehen. So kann dein Körper sich an den Rhythmus gewöhnen und du wirst besser einschlafen können. Eine einheitliche Bettzeit hinzubekommen mag am Anfang etwas schwierig sein, aber nach einer Weile gewöhnt sich dann der Körper an den neuen Rhythmus. Auch die Uhrzeit spielt eine wichtige Rolle beim Einschlafen. Versuche, vor 23 Uhr ins Bett zu gehen und anschließend möglichst früh aufzustehen. Achte darauf, dass du mindestens 7 Stunden Schlaf hast pro Nacht. Dadurch kannst du sicherstellen, dass dein Körper genügend Zeit hat, um sich auszuruhen und dich für den nächsten Tag fit zu machen. Der nächste Tipp ist, dein Bett für die Nachtruhe vorzubereiten. Dazu zählt, den Wecker rechtzeitig zu stellen und alle elektronischen Geräte auszuschalten, damit du in der Nacht nicht gestört wirst. Zusätzlich dazu achte darauf, dass dein Zimmer möglichst dunkel ist und dass du den Raum etwa eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen gut durchlüftest. Das hilft dabei, dich zu entspannen und gut einzuschlafen. Außerdem ist wichtig, dass du keine Mahlzeiten direkt vor dem Schlafengehen zu dir nimmst. Ebenfalls solltest du auch auf koffeinhaltige Getränke verzichten. Beide Dinge können den Schlaf stören oder ihn komplett verhindern. Kommen wir nun zu den Hausmitteln, die beim Einschlafen helfen. Ein Tipp ist es, auf spezielle Teesorten zu setzen. Dazu gehören Teesorten wie Rooibos oder Baldrian. Beide Sorten beruhigen den Körper und helfen uns beim Einschlafen. Auch ein Glas warme Milch oder ein heißer Grog mit Zimt, Honig und Zitrone helfen dabei, den Körper zur Ruhe zu bringen. Was ebenfalls gut helfen kann, ist etwas Apfelessig vor dem Schlafengehen zu sich zu nehmen. Ein wenig Apfelessig im Abendessen kann beispielsweise dazu führen, dass das Essen nicht so schwer im Magen liegt. Apfelessig hilft auch gegen Sodbrennen und beugt Heißhunger vor. Beruhigende Düfte können auch beim Einschlafen helfen. So gilt der Zirbenduft als Geheimtipp beim Einschlafen. Seit Jahrhunderten wird der Zirbe eine beruhigende Wirkung nachgesagt. Wenn es draußen regnet, lohnt es sich, beim offenen Fenster zu schlafen. Denn durch die Feuchtigkeit entfaltet sich der Duft der Zirbe noch stärker. Wer das Ganze einmal testen möchte, kann einfach einen Zirbenbeutel kaufen und auf den Nachttisch stellen. Nicht zuletzt ist es sehr wichtig, die körperliche Aktivität zu fördern. Wenn man bereits länger Schlafprobleme hat, empfiehlt es sich, vor dem Zubettgehen noch etwas Sport oder Yoga zu machen. So wird der Körper angeregt, wodurch der Einschlafprozess deutlich vereinfacht wird. Aber Vorsicht, anstrengende Sporteinheiten vor dem Schlafengehen sollte man vermeiden. Zuletzt darf man nicht vergessen, dass jeder Mensch seine individuellen Bedürfnisse hat. Je nachdem, was der Körper braucht, muss man individuelle Lösungen finden. Hierbei hilft es, mit verschiedenen Methoden zu experimentieren und selbst auszuprobieren, was dem eigenen Körper am besten hilft. Über einen Daumen nach oben sowie ein Abo freuen wir uns natürlich. Bis zum nächsten Mal auf Meinungsheld.